Und da sind wir wieder bei FTL unterwegs im dritten Sektor und folgen direkt einem Notsignal und schauen mal, was denn hier los ist. Und mein Gott, so oft kann das doch nicht passieren, dass Satelliten-Defense-Verteidigungssysteme kaputt gehen. Naja, helfen wir ihnen wieder mit unserem Engie-Man lang. Und fixen das Ding. Null Problemo für uns. Schauen wir uns noch weiter um. Ich will jetzt nicht unbedingt in das Asteroidenfeld da unten rechts springen. Deswegen helfen wir einfach wieder dem zivilen Schiff. Gegen ein Mantis-Fighter. Haben die Teleporter? Ja, haben sie. Was heißt, wir werden uns gleich wohl erstmal verteidigen müssen. Gegen zwei Mantis. Okay, wir schicken unseren eigenen erstmal in die Richtung und lassen den einfach mal die Luft raus. Ist zwar nicht nett, aber es hilft uns. So, die Türen gehen wieder zu. Wir haben sie schon mal ein bisschen angeschlagen. Die Schilder haben wir natürlich nicht getroffen. Und das Ding ist anscheinend irgendwie nur eine Feuerbombe oder so. Wir lassen da einfach die Luft raus, um uns verteidigen zu können. Und müssen erstmal unsere beiden Jungs da, beziehungsweise sind ja wenn dann eher Mädels, da rausziehen. Damit die uns nicht wegsterben. Gut, die teleportieren sich wieder raus. Haben wohl Schiss gekriegt. Und können erstmal wieder alle Türen schließen. Und auch wieder die Leute zurückschicken. So, ein Schuss noch irgendwo hin. Und die sind Geschichte. Nehmen wir als Ziel einfach mal die Medbay, Medizinstation, Krankenstation. So. Und zerstören das Ding. 40 Scrap ist nice. Und was ist mit dem zivilen Schiff? Zivilistenschiff, Zivilisten, bla. So, die meisten davon akzeptieren, dass wir sie an einer nahen Station rauslassen, weil das Schiff ziemlich kaputt ist und einer will bei uns mitmachen. Na dann. Willkommen an Bord, Mr. Buja. Buja, ja, Buja. So, auch wenn Caldwell bereits ziemlich gut mit den Engines umgehen kann, möchte ich da dann doch Mr. Buja hinschicken, um mit den beiden unsere Enter-Crew zu vervollständigen. Ich meine, hab zwar beim letzten Mal auch schon gesagt, dass mir zwei Mantis lieber wären, aber okay, wir nehmen, was wir kriegen können und schauen uns noch ein bisschen im weiteren Sektor um und wir finden einfach mal, holy crap, heilige Scheiße, einfach mal eine Waffe. Nämlich den Hüllenlaser, den wir uns gerade mal angucken. Der braucht 2 Power, macht 2 Schüsse und jeweils einen Schaden mit doppeltem Schaden zu ja, systemlosen Räumen. Können wir bestimmt irgendwann mal gut gebrauchen. Wir gucken uns noch ein bisschen weiter hier um, bevor wir zum Exit springen. Ja, und finden eine Raumstation, die, der wir sagen, dass wir gegen die Rebellen kämpfen. Und die geben uns auch noch eine weitere Waffe. Eine Hüllenrakete, die 4 Schaden macht, ziemlich geil. Und auch noch eine hohe Chance hat, einen Hüllenbruch zu verursachen. Wir haben nur 2 Waffen
Slots. Waffenenergie. Aber das macht ja nichts. So, und jetzt springen wir zum Exit, werden uns da mit einem Rebellen auseinandersetzen müssen. Aber wir teleportieren den erstmal ein paar Jungs von uns rüber, nämlich in die Waffenstation, um da schon mal was kaputt zu machen. Der Burst Laser geht erstmal auf die Schilde. Und als nächstes auf die Krankenstation, damit die sich nicht so einfach heilen können. Und unser Mantis, unsere Mantisina, keine Ahnung, ist aufgelevelt wahrscheinlich im Kampf. Genau, die macht jetzt nämlich 10% mehr Schaden. Das ist doch nice. Nee, auf die Medbay, bitte. So, jetzt können die sich nämlich auch nicht heilen. Wir hauen dann erstmal die Waffen kaputt. Und gehen jetzt als nächstes auf die drauf. Und ziehen uns doch lieber erstmal zurück. Denn die... unser Mantis ist doch ziemlich angeschlagen. Deswegen teleportieren wir uns sofort hier raus. Und natürlich ab in die Medbay. Wir konzentrieren unser Feuer gerade mal auf die Waffensysteme. Lassen uns einfach schnell ein bisschen heilen. Und teleportieren uns im Grunde sofort wieder zurück. Ja. Lassen noch einmal unseren Artillery Beam drüber fegen. Und erledigen den Rest mit unserer Boarding Crew. So, Nummer 1 besiegt. Und du wirst jetzt auch kein Problem für uns sein, Pipalok. So. Gut. Schiff können wir zwar nicht salvagen. Aber naja. Wir teleportieren die beiden wieder zurück, schicken sie auf die Krankenstation und springen in den nächsten Sektor. Und zwar zu den Engie. Das trifft sich doch gut. Nämlich wegen dem Stasis-Pod. Stasis-Pod. Ja. Gut, die beiden sind geheilt. Wieder zurück auf Posten. Und wir gucken erstmal beim Notsignal nach, was denn da los ist. Ein Piratenschiff, das zwischen Asteroiden zerklemmt ist, eingeklemmt ist. Wir zerschießen die einfach. Ich habe keine Lust, dass uns die Hülle kaputt geht. Und wir springen noch ein bisschen weiter. Hin und her, hin und her. Verdammt, haben wir viele Raketen. Na gut, wir benutzen aber auch keine. Wir finden viele Händlerschiffe. Und irgendwas mit der Technologie der NG, aber da bauen wir nichts. Keine Ahnung, warum nicht. Und wir hüpfen noch ein bisschen weiter. Wo wir eine neue Defensivdrohne bekommen. Nämlich von einer freundlichen Raumstation. Natürlich mit Scrap. So, hier können wir noch hinspringen, bevor wir zum Notsignal kommen. Und wir finden einen Militärtransport. Und greifen natürlich das automatisierte Schiff an. Hier macht es natürlich keinen Sinn, sich hinzuteleportieren. Erstens ist da nicht viel... nicht viel Luft und zweitens können wir uns da eh nicht lang bewegen. Also würde das alles eh keinen Sinn machen. Ja, wir nehmen einfach gerade Schild aufs, die Waffen aufscoren, hat uns aber nichts gebracht. Und nochmal, hoffentlich kommen wir mit einem wenigstens durch.
Ja, jetzt haben die nur noch einmal den Beam. Aber ich glaube, das ist ein relativ starker, der auch durch mehrere Kompass uns jetzt aber herzlich egal ist. Weil unser Artillery Beam gerade Schuss abgegeben hat, den wir eigentlich gleich auch noch upgraden können. So, wir konzentrieren uns weiter auf die Schilde. Wir könnten wegspringen, brauchen wir aber nicht. Feuer frei. Beide gehen natürlich total daneben. Boah. Elizabeth, was kannst du eigentlich? Nicht mal zielen kannst du. So, wir nehmen das Schiff auseinander. Und nehmen auch alles von der Station mit. Boah. Haben wir viel, haben wir viel. So, jetzt können wir erstmal unseren Artillery Beam auf nur einen 20-sekündigen Cooldown bringen. Sehr schön. Lassen das erstmal so. Und springen zum Notsignal. Und natürlich war's eine Falle. Und ich sehe gerade, unser Dingensystem ist beschädigt. Das möchte ich gerade erstmal schnell reparieren, einfach mit lang. Das geht am schnellsten. Um zu sehen, was denn da los ist. Und da ist nicht viel los. Deswegen schicken wir den einfach mal unsere beiden Jungs ins Gesicht. Na toll, natürlich haben wir jetzt ein bisschen Schaden gemacht, aber die sollten insgesamt kein Problem für uns sein. Wie sieht's aus? Ja, gut, Schaden bekommen wir. Burst Laser auf die Krankenstation. Denn damit ist die kaputt. Wow, 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 was geht denn hier gerade alles ab? Rakete kommt. Rakete trifft. Und wir nehmen die jetzt auseinander. Hoffentlich. Warum machen die uns denn so viel Schaden, ey? Ich glaub's ja kaum. Okay. Dann möchte ich doch lieber mal auf die Waffen gehen. Wie sieht das hier aus? Okay, das sieht gut aus. System not enough power. Ja, ja, genau. Wir sollten vielleicht auch mal unsere Schilde wieder online bringen. Boah, ey, das ist ja alles unnötig hier, wie viel Schaden wir bekommen. Autsch, wir haben uns gerade total selber getroffen. Und die wollen abhauen. Bevor uns noch irgendwas passiert, ziehen wir beide in den Raum. Teleportieren die raus. Und feuern auf den FTL-Antrieb. Dafür, dass ihr uns so viel Schaden gemacht habt. Gibt's jetzt erstmal deftig aufs Maul. Und ihr könnt euch auch mal schön heilen. Das war unnötig. Wir hatten volles Leben. Na, verdammt. Das hätte um einiges besser laufen können. Wir müssen hier jetzt erstmal alles reparieren. Und ihr wieder auf Posten. Caldwell sollte das schaffen. Kannst du auch direkt weitermachen. Du hast volles Leben, du hast noch nicht volles Leben. Aber jetzt. Und Caldwell. Lassen wir sich jetzt auch mal heilen. Puh. Naja, ich denke mal, das sollte auch wieder für diese Folge reichen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Also Leute, ciao.